Hey, hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und alle, die es noch werden wollen. Ja, ich bin wieder da. Irgendwie habe ich mich so an die Avatars gewöhnt, dass ich das Gefühl hatte, mir fehlt irgendwas. Deswegen bin ich der Erklärbär jetzt einfach wieder mit an Bord. So, was ich euch heute vorstellen möchte, ist eine wunderschön gebaute Produktion und die schauen wir uns an gleich nach dem Intro. So, da sind wir auch schon wieder. Und ich werde mich mal zur Sicherheit trotzdem ein bisschen an die Seite verziehen, dass ich nichts verdecke hier. Rup, schwupps. Bin ich schön klein. Da dürfte ich niemand stören. So, und dann gehen wir mal dahin, wo ich meine Produktionen baue. Schwupps. Und zwar geht es heute. Dann mal ins Menü. Gebäude, Produktionen. Müsste eigentlich ganz hinten sein. Jawohl, da ist er. So, ja. Die werden uns jetzt mal einfach platzieren. Ich drehe mal das hier so rum. Dann drehen wir die ein bisschen. Die hauen wir jetzt hier rein. Schwupps. So, und das ist eine wunderschön gebaute, ich nenne es mal Steinmühle, Gesteinsmühle, die ist von BK Mods. Also, ihr seht hier, die Strukturen sind schön gemacht. Wir haben hier schönes Holz verbaut. Nachts geht auch ein Licht an hier. Und tagsüber natürlich auch wieder aus. Und kann man da rein? Das habe ich nicht probiert. Ja, man kann sogar reingehen. Oder man könnte reingehen. Die Tür geht jedenfalls auf. Aber weiter wie hier kommt man nicht. So. Mal wieder schön zu. Und was die Mod kann. Ach ja, ich wollte Ihnen noch zeigen, dass die auch sauber ist. Moment, ich mache mal kurz hier. Seht ihr? Also keine Fehler in der Logdatei. Die Mod ist sauber, könnt ihr euch ohne Probleme runterladen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die kann. Dazu brauchen wir einen Anhänger. Das heißt, ich muss wieder dahin. Ich habe ja nur die Mods im Ordner, die ich euch vorstelle, damit ich euch die Log zeigen kann. So, wir brauchen Händler. Wir brauchen einen Anhänger. Für die Steine. Dann nehme ich jetzt, was nehme ich da? Irgendwas, was kein Mod ist. Ich habe eh keine drin. Komm, wir nehmen den Krampe hier. Nee. Der kann 59, 56, 52. Komm, wir nehmen. Nein, ich weiß nicht, ob der Steine kann. Nee, der kann keine Steine. Ja, komm, wir nehmen den Krampe. Einmal Krampe. Da mache ich gar nicht lang rum. Kaufe ich so, wie er ist. So, dann brauchen wir auch noch ein Fass. Das findet man, glaube ich, unter Tierhaltung. Wir brauchen auch Wasser. So. Und dann brauche ich auch jetzt noch einen LKW. Dann nehmen wir mal den hier. Komm, ich gönne dir einen steigenden Motor. Nee. So, kaufen. Ich habe natürlich jetzt auch den Mod draußen, mit dem ich cheaten kann. Den muss ich mir gleich wieder drauf machen. Das heißt, was sind jetzt die Fahrzeuge? Da. Wir machen mal hier ein kurzes Wurmlöchlein und ich muss schnell den Mogel, die Mogelmod aufs ins Spiel machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe den Cheat-Mod natürlich jetzt drauf gemacht. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das Fass hier aufzufüllen, indem ich hier einfach mal reingehe.
Kann jemand das Fahrzeug auffüllen mit Wasser? Schwupps. Und dann ist es fast voll. So, mit dem fahren wir jetzt zu unserer Produktion. Oh, der ist aber sehr lahm. Der Elkraft Latsch hier. So. Dann können wir die hier abladen. Also das Wasser können wir jetzt hier abladen. Schwupps. Oh, das dauert aber. Na gut, ihr seht ja, wie das Wasser reingeht. Ich mache das nächste Wurmloch und hole schon mal die Steine. Und wir sehen uns dann hier wieder mit den Steinen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ihr seht, wie die Steine hier reinpurzeln in die Produktion. Der Anhänger ist leer. Und dann gucken wir doch mal rein in die Produktion. Ihr seht hier, aus Steinen und Wasser gewinnen wir Kalk. Das dauert natürlich ein bisschen, bis da ein bisschen Kalk drin liegt. Deswegen werde ich mal ein paar Monate vorspulen. Wir haben jetzt Februar, März, April, Mai. Ich denke, Mai sollte reichen, dass wir hier mal ein gescheites Ergebnis sehen. Und wir sehen uns dann im Mai hier wieder. Bis gleich! Und da sind wir schon, zwar nicht im Mai, aber im April. Wir haben ja schon 81.000 Kalk. Das Wasser ist alle, deswegen produziert die eh nicht mehr. Jetzt zeige ich euch noch, wie man diesen Kalk hier wieder rausbekommt. Dazu auch gerade wieder den LKW steigen. So, und sobald der losfährt, oh, der drahtütig ohne Ende. So, hier haben wir ein schönes Rohr. Und aus diesem Rohr bekommt ihr dann den feinen Kalk, den ihr selber produziert habt, wenn man einen gescheiten Anhänger hätte, der runterpasst. Da geht noch gerade noch so. Schwupps. Und wir möchten den Kalk rausholen. Ja, wunderbar. Funktioniert. Geht. Klappt. So viel dazu. Jetzt werde ich mich mal wieder etwas grande machen. Gehen wir mal so ein Stück zurück. So, also, das war's. Diese Mod-Verstellung, wirklich ein wunderschön gebaute Mod, finde ich. Ihr habt es ja gesehen, Lok sauber, die Texturen sind super. Ja, von mir bekommt diese Mod, weil die Lok wirklich einwandfrei ist, 5 von 5 Punkte. Auf jeden Fall. So. Wo ihr die runterladen könnt, könnt ihr wieder bei mir in meinem YouTube-Kanal in der Community sehen. Den Link zu der Community schreibe ich euch natürlich wieder in die Info rein. Da könnt ihr drauf gehen und dann in der Community findet ihr dann auch den Mod hier. So. Das soll es dann wieder für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und was schön wäre, falsch. Wo ist mein Daumen? Ha, wenn ich jetzt wüsste, wo ich meinen Daumen habe. Ich habe meinen Daumen verloren. Ah, jetzt, hier habe ich ihn. Ja, also, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sage dann Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Euer Obi.